Yo, servus, grüßt euch. Hi, liebe YouTuber und voll auf meinem Kanal. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie ich das so handhabe hier mit Filmen bei meinem Bike, wenn ich unterwegs bin. Ich habe mir da einen Lenkerhalter organisiert. Und jetzt zeige ich euch das mal. Und da ist die Zoom Q2N Kamera draufgeschraubt. So, das ist die Halterung. Ja, die Kamera ist sogar offen. Test, ja, geht sogar. Und was habe ich noch dazu gemacht? Ja, genau, einen Rückspiegel. Hier habe ich noch einen Rückspiegel, ganz gut beim Fahren. Ansonsten habe ich alles so gelassen. Ja, ein bisschen ist natürlich noch, ja, die Satteltasche kennst du schon. Ja, genau, die Stromversorgung ist hier ein Akku-Pack bei der Zoom. Das Kabel geht dann hier am Rahmen entlang, hier dann so am Lenker rum. Dann habe ich hier Stromversorgung. Kann ich fast einen halben Tag damit fahren. Und im Dauerbetrieb hernehmen, ohne dass die Batterien leer werden. Weil Originalbatterien, die gehen vielleicht eine Dreiviertelstunde, dann ist das Ding aus. Deshalb habe ich mir das organisiert. Ja, sonst ist nichts Neues. Jetzt kommen noch demnächst neue Pedale drauf. Aluminium, CNC gefräste Pedale. Weil die Originalen sind ja so Plastikpedale. Also hier die Plastikheimer. Das sind ganz normale Plastikpedale. Und ich möchte mir so eine Art Velgo, obwohl es sind so eine Art Velgo-Pedale, aber halt das Plastik gefällt mir nicht so gut. Jetzt habe ich, wie gesagt, Aluminium-Pedale gefräste bestellt. Sonst ist nichts neu dazugekommen. Licht hinten mein Gepäck habe ich schon immer gehabt. Ja, sonst gibt es nichts zu bemängeln. Was haben wir jetzt? Kilometer? Müsste ich direkt mal schauen. Schalten wir mal durch das Menü. Zum Fahren habe ich nicht mehr viel. Was haben wir denn? Wie Kilometer haben wir denn drauf? Jetzt schauen wir mal. Mal kann man das sehen. Jetzt ist es besser. Ja, wegen dem Licht ist schlecht. Heute, das sind die Tour, wo ich gemacht habe. Ah, genau, 1084 Kilometer gesamt. Dann schnellste Geschwindigkeit 42 km/h. Natürlich bergab. Und hier ist noch Durchschnittsgeschwindigkeit mit Ampelzeiten und Starten und Warten 20,9. Und hier ist nochmal die Reichweite, wo ich jetzt noch fahren kann. Ich war jetzt heute schon in der Arbeit. Natürlich fehlt da jetzt einiges. Ja, mehr wollte ich euch da nicht mitteilen. Wie gesagt, so habe ich das, handhabe ich das jetzt hier für Kamerafahrten. Am Lenker die Kamera. Und hier eine Batterieversorgung. Ja, mehr gibt es da eigentlich gar nicht zum Labern. Ich wünsche euch was, gell? Und demnächst, wenn neue Pedale drauf sind, werde ich dann wieder mal ein kleines Filmchen machen. Pfiat's euch, ciao.